Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Super Mario Makers, wo ich eure Level spiele, und zwar heute das Level von Yukine, von jemandem von Facebook, aus einer komischen Gruppe, wo sie die ganzen Codes rumschieben, wie sie wollen können. Und zwar Bowsers Flotte im Super Mario Bros. Style. Ich glaube, das ist das erste Level, das Spiel im Super Mario Bros. Stil, was Luftschiff als Thema hat. Was ziemlich cool ist. Und wie immer, ID steht unten dran. Abschlussrate ist 4, irgendwas Prozent. Und ja, ich gehe mal rein und ich sehe schon, das Level ist ziemlich lang. Es könnte ein bisschen länger dauern vielleicht. Ich hoffe, es ist kein Scrolling-Level. Nö, es schwankt nur hin und her. Gut, erstmal hier rein. Oh, nett. Oh, ein Goomba. Da ist der Goomba weg. Kommt da irgendwas raus? Goombas und Geld. Okay. Ziemlich viel automatisch hier. Da. So, jetzt sind die ganzen Pflanzen entfernt. Möchte man nicht auf dem Schiff haben, ne? Bowser Junior, Bowser Junior. Yep. Raus da. Und wir rein. Der kleine Piepmatz, ey. Hier. Yeah. Hab dich. Meins. Und raus hier. Ich bin so ein Depp. Geht auf meine Kappe. Ganz klar geht das auf meine Kappe, dass ich da runtergefallen bin. Goomba ignorieren. Hoch da. Springen. Springen. Tür. Kampf gegen Bowser Jr. Hoffentlich überleben. Hüpp. Und hüpp. Bam 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 bam. Jack. Das ist gemein. Das ist gemein, gefährlich. Das ist ein bisschen eng. Da kam ich, glaube ich, nicht mehr so wirklich raus. So ein Dreck! Lass mich das doch machen, das Level. Mist. So. Rüber da. Mal schauen, was sind hier eigentlich links drin? So ein Pilz wäre nett. Magikoopa. Hallo, Pilz. Und ein Goomba. Ein toter Goomba. Ziemlich viele Flammen. Das ist ja so ein Level, was sagt, erkunde, und dann ist hier so ein Rohr, was nichts bringt. Geil. Ah, doch, ein Goomba-Schuh. Her damit. So. Sind wir groß und haben Goomba-Schuh. Das wird ja lustig. Sollte den Bosskampf einigermaßen einfacher machen. Da wir auch ein paar mehr Hits haben können. Wirk. Du kleine Ratte, du bist nervig. Mist. Ah, man kommt mit Feuerblumen. Ach, wie nett. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass man da Feuerblumen bekommt. Haha. Mal schauen. Ja, die war ja auch noch da. Weg mit dir. Wobei, mal schauen, kann man da hoch? Nö. Aber da gibt's Pilze. Die ich eigentlich schon vermutet hatte, dass sie geben wird. Und sogar Feuerblumen. Schön. Wenn ich da hochkommen würde. So.
Und einmal in die Mancha. Ich hasse das. Ich hasse es noch mehr. So, jetzt aber. Komm. Ab in die Röhre. Ah, da kommt hier ein Pilz. Ein Goomba. Ah, super. Ich habe keine Feuerblumen mehr. Zurück kommt man auch nicht. Oh, mit dem Clown-Karren. Ein leerer Clown-Karren. Ich spring mal kurz raus. Schau mal, was da oben drin ist. Münzen. Münzen. Moment. Feuerblume. Yep. Überladen, überladen, überladen. Yeah. Feuerblume. Will ich auch gerne mitnehmen. Oben lang. Haben wir ja so eine schöne Feuerblume, können wir Bowser oben wegsnipern. Haha. Und nebenbei haben wir seinen Kumpan darunter. Du kannst mir gar nichts. Luftabwehr. Luftabwehr. Gegen Godzilla. Stirb! Gibt's doch gar nicht. Wie viel hält denn der aus? Dieser Buhu nervt. Ha! Haben wir ihn besiegt. Und... setzen uns auf das Luftschiff drauf am Ende noch. Cool. Also mir gefällt das Level. Hat so ein bisschen was. Erkunde. Hab einen Miniboss, wie da einer schreibt. Ja, ist ganz cool gemacht. Nur am Ende ist es ein bisschen... ja, es fehlt jetzt einen quasi Stil, in dem man sagt, erkunde das. Und dann hat man den weiteren Part, wo man dann einfach eine epische Luftschlacht hat, wo der Bildschirm auch total überladen ist mit Gegnern. Bisschen zu viele Gegner. Muss man ein bisschen durchschummeln. Schön, dass man Erfrischung bekommt mit den ganzen... schönen Feuerblumen. Auch wenn die ein bisschen schwer zu bekommen sind aus dem Clown-Karren. Aber mir gefällt das Level. Bekommt auf jeden Fall einen Stern. Da ist der Stern. Ha. Oi. Und ja. Gebrandmarkt als abgeschlossen. Als einer der wenigen, der irgendwie über 4% ist. Hurra. ja, mir hat's gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, könnt ihr jetzt auch selber mal spielen, ein bisschen noch erkunden. Weil ich möchte jetzt nicht überall rumlaufen, nicht unter den ganzen Luftschiffen und über den Luftschiffen in der Mitte durch, was man noch so machen kann. Oder am Ende an Bowser unten durch vorbeischleichen, geht ja auch angeblich, so wie es aussieht da oben. Dann kann man sagen, schreibt euch die ID auf, die steht da unten. Oder tragt sie direkt ein auf euren Gamepad. Und spielt selber mal. Mir hat's gefallen. Gebt von mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, ihr gebt dem Part auch einen Daumen nach oben. Es wird natürlich alles unterstützen. Das ganze Projekt mit ich spiele eure Level. Und natürlich, wenn ihr selber Level habt, die ich spielen soll, vorstellen soll, schickt sie mir. Ich spiele so ziemlich jedes Level, das es finden kann. Und ja. Ich bin hier. Und warte darauf. Haha. Natürlich habe ich auch andere Projekte, könnt ihr mal auf dem Kanal vorbeischauen. Shovel Knight müsste momentan laufen, es müsste momentan laufen. Fire Emblem zweimal pro Woche. Kid Icarus muss ich langsam mal anfangen. Pokémon läuft bei mir natürlich auch ganz gesittet, wöchentlich. Ein paar Mal, ein, zwei Mal oder so. Und ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage wie immer, bis dahin. Ciao, ciao.